Jo, hallo mal wieder, liebe Zuseher von Krypto.tv, hallo korruptes und verdrotteltes Österreich und allen neuen Genossen, über 20% der Salzburger Wählerschaft, also der Stadt Salzburger Wählerschaft, ein Freundschaft allen Maoisten, Stalinisten und Anhängern von Pol Pot. Und damit sind wir eigentlich ja schon mitten beim Thema. Es gibt dieses Jahr wie dieses schöne Plakat hier vor dem ehemaligen Testzentrum in der Raphael-Apotheke, glaube ich, heißt es. Jawohl. Besagt eine 1. Mai-Demo, wie das üblicherweise so ist. In Deutschland sind die größer, da brennen dann Twingos und sonstige Sachen. Also fremdes Eigentum zerstören im Sinne von Gutmenschentum. Und ja, dieses Jahr gibt es, wie gesagt, in Salzburg eine am Hauptbahnhof um 11 Uhr. Und da können sich die Studenten nämlich dann auch noch ein bisschen ausschlafen, zur Not. Und ja, da geht es um Wohnen, Gesundheit, Klima. Und der schöne Slogan ist Menschen vor Profite. Und nachdem wir hier, wie gesagt, vor einem ehemaligen Testzentrum stehen, stelle ich mir ja immer die Frage, wo die guten Menschen waren, die da am 1. Mai ab 11 am Bahnhof stehen. Als es um die Gesundheit ging und man da Kinder traumatisiert hat, als man da Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten hat, wo der Kampf gegen die Profite war, als die Pharmaindustrie Verträge abgeschlossen hat, für die wir heute noch für Impfstoffe, die wir nicht mehr brauchen, zahlen müssen, die wir dann einfach umetikettieren und wie Masken einfach irgendwie noch weitergeben und sonst halt nach Afrika schicken. Unser Kanzler ist ja aktuell mit einem gecharterten Boeing-Flugzeug da runtergeflogen und hat sich damit den größten Privatjet der Welt geleistet. Fürs kleine Österreich in Zeiten der größten Teuerung meines Erachtens noch eine repräsentative Leistung. Ja, und deswegen sind wir heute. Wir haben den 27. April mal wieder unterwegs. Wenn ich sage wir, inkludiert das natürlich einmal mehr den Roman an der Kamera. Vielen Dank dafür. Und ja, mich zwecks der Schwurbelei. Der Roman macht jetzt nur einen Kameraschwenk in diesen unglaublich schönen Kreisverkehrskonzept Salzburg. Und jetzt läutet's bei mir. Das heißt, wir verlassen dieses Plakat. Sehr schön. Jo, der Roman bleibt einmal dran. Hallo! Ich glaube nicht, dass das ein ehemaliges Testzentrum ist. Ich glaube, der ist noch ganz heiß und ungestüm. Also, der ist noch aktiv. So ein Scheiß. Ja, der Roman alter Krawalljournalist hat sich natürlich den politischen Gegebenheiten angepasst. Es werden ja jetzt dann bald Inserate der KPÖ folgen. Deswegen, wenn es gut werden muss, rot. Deswegen stehen wir jetzt hier vor dem Bauhaus. Da werden wir ein bisschen Kleinigkeiten-Shopping betreiben. Nichts Spektakuläres grundlegend. Und falls ihr euch fragt, warum ich da so plötzlich an mein Dinosaurier-Telefon gegangen bin, der Darian hat mich zurückgerufen. Ich habe nach seinem gestrigen Urteilsspruch versucht herauszufinden, was seine Röntgenuntersuchung ergeben hat. Er hat ja gestern auch einen Arzttermin nach dem Gerichtstermin gehabt und habe gefragt, wie er sich entschieden hat, ob er das Urteil annimmt oder nicht. Er ist da noch etwas unschlüssig, das heißt, rein aus finanzieller Sicht gedenkt er, die Strafe anzunehmen, weil es wahrscheinlich mit einem Einspruch, einer Berufung und allem weiteren teurer wird. Nachdem man andererseits nicht das System gewinnen lassen sollte, nur weil es einen finanziell aushungert und am längeren Ast liegt, werden wir da jetzt noch versuchen, vielleicht Alternativen aufzustellen. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dieses Video nicht nur gesehen, sondern auch geteilt wird und die viel gerühmte Friede, Freiheit, Solidarität Nummer der Community auch wirklich dahingehend umgesetzt wird, dass der Roman vielleicht eine finanzielle Unterstützung für den Darian aufstellt.
aufstellen kann, gemeinsam mit mir oder irgendjemand anderem, der sich berufen fühlt, damit der Darian entweder seine Strafe etwas leichter zahlen kann oder noch besser die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, den Rechtsstaat da erneut zu behelligen, weil eine Verhandlung unter einer Richterin, die mir als Zeugen eine Frage stellt und mir dann sagt, meine subjektive Meinung interessiert sie nicht, ist meines Erachtens noch nicht unbedingt sehr respektvoll. Die Tatsache, dass die Verhaftung, die aus dem vermeintlichen Vergehen, das man dem Darian vorwirft, gar nicht thematisiert wurde, dass auch die vorhandenen Polizeivideos nicht zugelassen wurden und noch nicht mal zur Sprache gebracht wurden und vieles andere spricht für mich eindeutig dafür, dass es da eventuell noch ein bisschen justiziellen Aufholbedarf gibt und dass das Ganze vielleicht nochmal unter neuem Licht betrachtet aufgearbeitet werden sollte. Und nachdem man in diesem Land ja anscheinend eh wegen Banalitäten das Gericht gerne und oft bemüßigt, ich hatte ja die Woche 3 Termine bei Gericht, denke ich mal, kann man das auch weitermachen, weil wie gesagt, für so Fälle wie Ermittlungen in Korruptionsfällen oder im Falle Teichtmeister oder Ähnlichem, da haben wir eh nicht so viel zu tun und deswegen denke ich, man sollte man da dranbleiben. Damit genug der Rede, das Video soll ja nicht so lang werden, wir gehen jetzt ins Rote Bauhaus. Schelm, wer Böses dabei denkt. Der Roman steigt dann wieder ein, wenn es was Spannendes gibt. Bis dann, Baba. Auf was man nicht so quasi stößt, wenn man im Bauhaus ist, gell? Atemschutz, Filterglassen, da haben wir bei FFP2 optimaler Schutz gegen gesundheitsschädigende feste und flüssige Partikel. Und es steht dann hier unten quasi ganz toll bei der FFP2, sie schützt gegen Asche, sie schützt gegen Dispersionsfarbe, sie schützt gegen groben Dieselruß, sie schützt gegen Fluorid, gegen Kupfer, gegen lösungsmittelfreie Lacke, ja, sie schützt gegen Pilzsporen, Lötzinn, Stahl, Farben und Lacke, Weichholz, Rostschutz und Dispersionsfarbe. Also, ich hätte mal gesagt, alle, die jetzt noch beim Einkaufen einen Kaffeefütter im Gesicht tragen, ihr seid jetzt sicher vor Steuerträgern. So. So, Bauhaus liegt hinter uns, jetzt sind wir politisch ein bisschen angepasster und stehen vor einem gelben M15, gelb wie wir es, der Roman hat sie gewählt, leider Gottes mit viel zu weniger Stimmbeteiligung bei der letzten Wahl, aber wie gesagt, die Stalinisten haben ja in Salzburg ein bisschen Protestwählerschaftsdasein betreiben müssen. Wie auch immer, dieses M15 weist darauf hin, dass wir in der Tiefgarage des Europarks stehen. Und nachdem ich heute schon gesagt habe, wir werden schauen, dass wir den Darian auf die eine oder andere Art ein bisschen unterstützen, kriegt jetzt erstmal der Roman eine Unterstützung. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal, ich habe einen USB-Stick mit zu meiner Lieblingshöllenmaschine, dem Kopierer, der vermeintlich auch Sachen aus dem magischen Material USB-Stick ausdrucken kann. Das letzte Mal hat das nicht funktioniert. Zur Vervollständigung meiner Akten probiere ich es heute mit einem anderen USB-Stick. Vielleicht mag er den. Ja, sonst wird es irgendwie schwierig. Und dann betreten wir die heiligen Hallen des Elektrofachmarktes. Das ist hier Mediamarkt, oder? Ja. Ja. Und da werden wir für den Roman zur Unterstützung quasi einen weiteren Akku kaufen, damit der in seiner journalistischen Arbeit zumindest einen kleinen weiteren Baustein hat. RTV Regionalfernsehen hat vor geraumer Zeit einen Spendenaufruf gemacht. Die kann man unterstützen für gerade mal, ich glaube, 3 Euro oder so im Monat und unterstützt damit freie Medien. Ist mir ein Anliegen, nachdem RTV Regionalfernsehen allerdings seit
vier Wochen auf YouTube keinen aktuellen Beitrag mehr hochgeladen hat, weil wahrscheinlich die Zensur einmal mehr zugeschlagen hat. Für alle, die jetzt sagen, na, haben wir nie gehabt und ist ja schon alles vorbei. Ich würde mal schauen, ob ihr nicht vielleicht schon Aktus im Kopf habt oder politisch leichtgläubig seid. Sei es wie sei, in einem Land, in dem man sich ob Eiernockerl, der Roman wird dann eventuell verlinken, um was es geht, am 20. April eine Staatsaffäre macht, sich aber nicht darüber echauffiert, dass eine kommunistische Partei offiziell eine Wahl bestreitet, in einem Land, in dem man, wie gesagt, unter jedes lustige Video von Österreich zuerst immer noch einen Hinweis von hier erfahren Sie mehr über das Coronavirus vom Bundesministerium für keine Ahnung was, eingeblendet bekommt und wo RTV Regionalfernsehen seit über einem Monat keinen Beitrag mehr auf YouTube hochladen kann, wo ein Gerwin Lowretzky und ein Thomas Breit bei der Artikulation ihrer sehr sehenswerten und hiermit nochmal empfohlenen Beiträge auf ihre Wortwahl achten müssen, in einem Land, in dem der Roman mehrere Strikes für seine Videos bekommen hat, da gibt's natürlich keine Zensur. Am Sonntag ist übrigens nicht nur Demospaziergang in Salzburg, sondern auch Walpurgis und ganz nebenbei gedenken wir, frei nach dem Motto niemals vergessen, weil es ja aktuell so unglaublich gut funktioniert hat, der Bücherverbrennung. Also in dem Sinne hätte ich gesagt, schlendern wir jetzt einmal durch den schnöden Tempel des Mammons auf dem Weg zum Postamt und dann zum Elektromarkt. In den Farben von Wiers. Oh, der Elvis hat jetzt schon alles in Angriff genommen mit seinem zweiten USB-Stick. So, nein, da ist wieder derselbe Chance wie beim letzten Mal. Schreibt. Aha, nein, jetzt ist er soweit. Innen ist ja toll. Am Ende sollst du den Speicher drucken. So. Ja, dann brauchen wir da einmal gehört. Der verlangt quasi, ich weiß es, einen Euro. Da sind 2 Euro drin. Alter, voll geil, ich werde auf einen Ausdruck eingeladen. Jackpot. Aber er hat heute funktioniert. Ja, das ist schon mal was. Das ist schon mal viel wert. Du hast festgehalten, ich habe ihn eingesteckt. Das ist nämlich immer das Wichtigste. So. Ich habe schon 3 USB-Sticks da angebaut. Nachdem wir da gerade vorher einen politisch Korrekten hatten, der eine rote Maske getragen hat, oben ja da, Ort der Nächstenliebe, da wäre mein Cadillac, sogar mit meinem Kennzeichen Elvis. Ne? Wir werden da aber nicht fahren, sondern wir werden jetzt einkaufen. Da. Oh, Alter, ich wollte gerade sagen. Hier können Sie Ihre Hände desinfizieren? Machen wir gar nicht. Heute haben wir nicht. Nein, das wollen wir beim Rausgehen. So. Wo finden? Das wäre das Zugehörige. Wir haben die DJ Action Osmo, wer die. Habe ich keine Batterien lagern. Habt ihr keine? Okay. Die DJ habe ich leider gar kein Zubehör, weil die Action-Kameras sind. Das ist schlecht. Gibt's in Salzburg Läden, wissen Sie, wo man da. Eventuell beim Küche, aber ich weiß nicht, ob der was lagern hat. Aha. Wo ist denn der daheim? Richtung Flughafen. Innsbrucker Bundesstraße, gell? Okay. Ja. Die Geschichte ist, wenn der Küche das nicht hat, müssen wir dann beim Küche bestellen und sie sind um dieses Geschäft gestorben. Ich meine, sie können es gerne bei uns im Service Center bestellen, aber lagernd habe ich sowas nicht. Ah, ja. Wie lange würde das bei Ihnen theoretisch dauern? Nur aus reiner Folge. Da sind wir richtig. Den kriege ich aber nicht mehr. Dann müsste man bitte ins Service Center schauen, ob es den noch zu bestellen gibt, weil so kriege ich den nicht mehr von Hause. Wieso kriegt sie sowas wohl nicht mehr? Weil sie ist ja trotzdem alles aktuell, oder? Ja, aber das Modell haben wir nicht mehr und irgendwann kriegen wir für manche Kameras einfach keine Akkus mehr. Aha. Das wird ganz oben in der Zentrale festgelegt. Ja. Aber ich habe das richtig gesehen, der Preis war 19 Euro. Okay. Alles klar, Gott. Dann danke schön, schönen Tag. Na, Kamera, gehst du da schon zum alten Eisen?
Der Abverkauf dieser kleinen stylischen Marshall-Box. Gut aus. Für 127 Euro im Abverkauf. Kriegt man da dann die Rolex dazu? Ja. Nur so, so, also wir stellen fest, nicht nur im hiesigen Levi's Store im Europark. Jetzt machen wir da schon, aber schau. Also, nachdem ich ja letzthin einen Prozess hatte, weil ich ja das erste politisch verfolgte Fahrzeug habe, ja, werde ich mich da jetzt nicht reinquetschen, aber das wird mein nächstes politisch unkorrektes Fahrzeug. Ja. Vor allem nämlich, es hat nämlich auch ein Blaulicht. Ja. Ich meine, Rotlicht ist immer super, aber es hat auch ein Blaulicht. So, damit genug der Witzchen. Also ich habe mit dem Cadillac posiert. Mit dem wirst du auch von den Bullen aufgeholt, weil sie sich die Karre anschauen wollen. Du darfst von unseren uniformtragenden Systemschergen, ein Schelm, wer bei Systemscherge jetzt an SS denkt, das war gar nicht mein Plan, nicht von Bullen reden. Ja? Das missfällt mir. Sei es wie es sei, also wie gesagt, wir haben hier jetzt versucht, einen Akku zu erwerben. Ist gar nicht so einfach, wie sich herausgestellt hat. Was der Tatsache geschuldet ist, dass man im Shoppingtempel des Europark, wie ich letzthin bei meiner Jeans schon festgestellt habe, maximal von jedem Drum eines hat. Und wenn das weg ist, ist es weg. Und bei Romans Kamera ist es so, dass sie anscheinend inzwischen schon so alt ist, dass man es gar nicht mehr für nötig erachtet, da Material auf Lager zu haben. Ja, seit 3 Jahren ist sie generell circa am Markt. Ja, also da sieht man mal wieder, wir müssen ganz dringend eine Zwangsgebühr einheben, die dann noch bevor sie schlagend wird, erhöht wird und damit quasi dich unterstützen. Ja, wir verlassen jetzt den Europark damit wieder. Ich freue mich, dass das zumindest mit dem Stick funktioniert hat. Und der Roman steigt dann wieder ein, wenn wir es geschafft haben, sofern wir es denn schaffen, erfolgreich einen Akku oder zwei für dieses unglaublich antiquierte technische Modell einer Action Cam zu kaufen. Also ich glaube ja, ich kriege ja eventuell für einen VW Käfer aus den 60er Jahren leichter ein Ersatzteil wie für so eine GoPro. Vielleicht haben die aber auch einfach nur rausbekommen, was CryptoTV für Berichte macht und hat einfach gesagt, den darf man nicht unterstützen. In diesem Sinne, wir sehen, es ist alles wieder gelb in den Farben von Wir sind Salzburg und wir sind dahin. Bis später. Antis, was du brauchen kannst. Jetzt sind wir bei den Köcher und da gibt es einen Flohmarkt, wie ihr seht. Angebote, diverse Handbücher, 5 Euro. Ja, das ist halt wirklich alles Krams, Krims und Dings und ein bisschen Bombs. Ja, das sind die Kamera-Akkus, was ich beim Fernsehen gehabt habe. Nutzt dann auch nicht viel. Nikon HB und Kabeln. Na, ist der falsche Akku. Dann schauen wir mal, ob er läuft. Das gibt's auch noch. Das gibt's wieder. Oh, schon wieder also. Ja. Ja, während der Corona-Zeit gab es ja keine Folgen von XY ungelöst. Da hat ja jeder Tod die Folge Corona gehabt. 10 Schüsse im Bauch, ist ein Corona-Toder. Ja, das geht natürlich. Kein Kopf. Mehr. Klar, ist an Covid gestorben. Ja, und die Axt im Rücken ist eine Vorerkrankung. Du Mommes. Material Vintage. Und ganz offensichtlich. Ja, der Vintage kommt immer früher jetzt anscheinend. Ja, bis nachher. Ich hab schon gesagt, man kriegt wahrscheinlich leichter Ersatzteil für einen VW aus den 60er Jahren als für eine Kamera, die 3 Jahre alt ist. 3-4 Jahre gibt es das Modell, oder? Wollen wir die nicht sagen, was die Chinesen
Jetzt bitte keine Chinesenwäsche. Doch, Chinesen sind voll super. Sind voll super. Und mit Mach. Ja, sind sie. Weil sie jetzt ungefähr 48 neue Modelle rausbringen. Weißt, und für jedes natürlich ein anderes Adaptersystem und ein neues Akku, weil das muss sie natürlich auch. Weil es ja nicht anders geht, weißt du. Das ist so wie mit der Herr, Wolfgang, der Herr ist da hinten. Das ist so wie mit den Netzgeräten für Handys. Da braucht auch jeder eigenes Steckersystem, weil sonst konnte man die ja gemeinsam genau verwenden. Nein, und bei denen ist es ja ganz brutal, gell? Wirklich, das ist, man konnte ja mal irgendwas bauen, die sind ja alle gleich groß, komischerweise, gell? Nur der Akku ist jetzt eine andere. Man konnte mal irgendwann einmal anfangen, dass man sich denkt, nein. Baukästensysteme. Nein, du weißt, das stimmt nicht. Es gibt ja schon so ein Handys, aber, jetzt, die was auf Baukästensystem gängen, aber. Aber da bietet schon nicht bei denen. Und man muss ja auch dazu sagen, man kann ja eh schon froh sein, dass man bei dem Ding den Akku rausnehmen kann. Bei den Handys ist es ja genau, so, dass du nicht rausnehmen kannst. Da kannst du das Handy wegschmeißen, weil der Akku hin ist. Genau. Also, es gibt den beim Lieferanten, aber nur im Doppelpack. Das ist ein Ladekit, das ist ein Ladeschalen, zwei Akkus und zwei Drinnen für 89 Euro. Naja, was kostet so eine Kamera in Neich? Nur damit ich. Kommst 350. Alles klar. Ja, so, teurer war, ne? Ja, kann aber auch mehr. Ja, ja. Also ich hätte mal gesagt, nachdem wir eh zwei Akkus für ein Auslaufmodell, das wäre nicht so tragisch. Die Ladestation nicht unbedingt, aber die halt auch ein bisschen, die wird ja nicht schlecht. Nein, nein. Also hätte man gesagt, bestellen wir das. Die Frage ist, bis wann ist das da? Heute geht natürlich keine Bestellung mehr aus, morgen geht es aus. Dann ist frühestens Montag, spätestens... Montag ist Feiertag. Ah ja, ah, ja genau, Dienstag oder Mittwoch. Wie darf man dann deppern? Also jetzt einmal grundlegend bestellen werden wir es trotzdem, weil brauchen kannst du es ja jetzt. Eine andere Möglichkeit haben wir ja gar nicht mehr, gell? Im Grunde, dass man da früher drankommt, spätestens Samstag, gell? Kommt es da ja nirgendwo aus. Ja, nirgendwo wäre Hummust. Aber auch nicht. Ja. Nein, wir waren im Europark und die haben gleich erklärt, die haben es gar nicht mehr lagernd beim Media-Dingsbums. Hauptsache. Ja, die haben uns eben sehr gerade geschaut. Die bestellt sie ja nicht mehr. Ja. Das ist aber cool, die schicken jetzt mit allem die Leute anscheinend zu uns. Habe ich schon mitgekriegt. Also. Gell, nicht schlecht. Ja. Naja, gut, aber wenn ich mir euren Laden anschaue, seid ihr halt wirklich auf Kamera und dergleichen spezialisiert. Ja. Und beim Mediamarkt kriege ich ja vom weiß ich nicht, ich wollte gerade sagen, vom UV-Bestrahlungsgerät über den Anal-Bleaching. Taschenlampenteil über die elektronische Wärmeflasche mit USB-Anschluss bis zur Red Bull-Dosen im Kühlschrank. Alles, also da seid ihr de facto schon irgendwie ein bisschen spezifischer. Haben Sie das Slogan oder was? Ja. Ich glaube vielleicht. Ja. Was auch heute ist, nochmal gehen wir nochmal durch. Heute ist Donnerstag. Ja. Am ersten Mal verschickt. Andere Frage. Ist am Dienstag Mittwoch da, ja. Habt ihr Speicherkarten für so ein Handy? Dann nehmen wir die mal eine von so einer mit. Ja, weil dann sind wir Sonntag schon mal ein bisschen flexibel mit der Kamera, würde ich mal ja sagen. He? Dann nehmen wir mal so eine Karten und bestellen dieses komische Ding. Was kosten die Karten da? Die sind nicht teuer. Schau mal schnell, was so ein Micro SD kostet. Auf was für ein Name? Das sind die SIM-Karten. Also nein, stimmt, deswegen wollte ich fragen, was für Handy das haben, weil Huawei hat keinen SIM-Karten-Slot. Also SIM-Karten? SD-Karten. Dual-SIM-Karten, aber... Kein Mikro. Die geht da rein, aber nicht da rein. Das geht bei dem Ding nicht. Also ich kann da gar nicht extern... Nein, leider. Alter. Das haben sie die... Eine fette Kamera drauf montieren, was hat denn das für einen Sinn? Aber du kannst da zweite SIM-Karten einlegen. Die Entwickler waren so gescheit. Du kannst zwei Telefonnummern und ein paar Handy abholen. Dann kannst Bella Ciao jetzt mit den Kommunisten in Salzburg live spielen. Dann hat sie das nämlich erledigt. Deswegen habe ich gesagt, schauen wir da erst einmal. Weil hätte man nämlich am Samstag unglaublich in Arsch. Also wie enttäuschend. Was bauen die so fette Kamera drauf? Das fragst du jetzt bitte nicht mich, was der mit der Vintage-Abteilung hier. Du musst, weiß ich nicht, oder vorher viel runterlöschen, dass Handy so viel Speicher hat. Was willst du da alles drauf runterlöschen? So viel hat er da generell nicht Platz. Ja, das ist leider meistens nicht okay. Da haben vielleicht dann 2, 3, 15 Minuten Videos Platz und aufgeräumt ist.
und einem halb erfreuten Auge sind wir wieder draußen. Na, wir haben jetzt quasi festgestellt, der Roman hat einen grenzgenialen Einfall gehabt. Er hätte eine zusätzliche Speicherkarte für sein Smartphone organisiert. Wir leben ja in Zeiten, wo die Telefone klüger sind als die Mitmenschen. Und leider Gottes gibt es für dieses Smartphone zwar eine duale SIM-Karte, damit er sich auch zum Beispiel eine koreanische oder kubanische Rufnummer drauf speichern kann. Freundschaft genossen. Oder aber man hätte eben sagen können, man macht es nicht, weil das Handy das nicht will mit der Speicherkarte. Deswegen haben wir jetzt zwei Akkus inklusive Ladegerät bestellt zum Mehrkostenpreis des Ladegeräts. Dafür kann der Roman dann in Zukunft 5 Akkus gleichzeitig laden und wird damit weiterhin seinen Dienst als Rock'n'Roll- und Krawalljournalist fortsetzen können. Nächste Woche werden wir das abholen. Das heißt, für unseren ereignisreichen Bücherverbrennungs-Walburgis- und sonst was Sonntag werden wir noch Zwischenpausen des Akkuladens brauchen. Aber wie gesagt, der Roman hätte vielleicht viel früher anfangen müssen, sich mit dem ORF zu verbünden. Dann hätte er jetzt auch eine Haushaltsangabe. Oder er hätte vielleicht Parteieninserate schalten sollen in seinen Sendungen. Hat er auch nicht gemacht. Also da sind wir halt einmal mehr. Es mangelt an der Unterstützung. Ihr habt schlechte PR-Berater. Hiermit nochmal der Aufruf, nachdem der Roman, wie er selbst schon gesagt hat, keine 104 PR-Berater wie der Herr Kanklaut, vielleicht den Roman auch dahingehend ein bisschen zu unterstützen, dass er seine Arbeit weiter fortsetzen kann. Ich habe das heute schon mal gemacht. Sobald RTV Regionalfernsehen wieder bei YouTube online ist und der nächste Gehalt gekommen ist, also irgendwann nach dem 1. Mai, Feiertag, ist ganz klar, Tag der Arbeit, da dann alle mal nix, außer saufen und um einen Darmringelreiher tanzen. Bevorzugt die Tracht, weil sie ja die großen Patrioten sind, deswegen haben sie ja auch einsperren lassen und das Tiroler Lied im Keller gesungen, wie die Kellernazis, wie der Witzekanzler sagen würde. Aber lassen wir den Witzekanzler, lassen wir den Blödsinn. Nächste Woche holen wir Akkus. Mein Aufruf ist einfach, lebt die Solidarität, unterstützt Sandarian, unterstützt den Roman, guckt die Videos an, teilt die Videos und vielleicht begehrt ihr, jetzt wo noch ein Feiertag ansteht, ein bisschen gegen das System auf, indem ihr auf die Straße geht, indem ihr vielleicht so wie Gerald Gross gegen den ORF Schritte unternehmt. Ja, und sonst hätte ich gesagt, macht's weiter wie gehabt. In diesem Sinne, Freundschaft. Vielleicht danke für dein Engagement, gell? Wie gesagt, ich tue, was ich kann und die anderen tun das auch. Deswegen sind wir da, wo wir sind. Baba, Freundschaft.